Kennengelernt haben wir uns an der Hochschule. Also ich war einige Jahrgänge über ihr. Und ja, wir waren eigentlich sehr befreundet seit dieser Zeit. Und sie war ja auch dann, ist sie dann auch zu uns zu Extrafilm gestoßen als Gesellschafterin. Also zu Extrafilm haben gehört der Manfred Kaufmann, der leider auch schon tot ist, der Lucky Stepanek, der Bernd Neuburger, die Henny Fischer, die den Film geschnitten hat, und die Margareta. Wir haben das erste Projekt, das Geld eingespielt hat, war eine ORF-Produktion, wo ich gemeinsam mit dem Hannes Zell einen Film gemacht habe, den Extrafilm für den ORF produziert hat. Und mit diesem verdienten Geld haben wir einen Schneidetisch gekauft. Kamera haben wir schon gehabt, eine Aaton damals, irgendwie die, kann man sagen, die modernste Handkamera, die es gegeben hat. Und mit dieser Aaton habe ich auch den Film gedreht, Der Traum des Santino. Mich hat, klar, Nicaragua, das war damals ja in aller Munde, die Revolution. Und ich habe mich im Unterstützungskomitee, ja, ich bin zu Vorträgen und zu Veranstaltungen gegangen, wo auch die Idee entstanden ist für dieses Krankenhaus in La Esperanza in der Nähe von Rama. Und ja, ich hab da einige Leute sehr gut gekannt, die in Nicaragua in diesem Spital waren. Und wirklich ausschlaggebend war dann die angekündigte Alphabetisierungskampagne. Das war sozusagen der auslösende Moment in Verbindung mit dem Spital. Aber in erster Linie ging es mir damals um die Alphabetisierungskampagne, weil ich meine, wann hat man das schon gesehen, nicht? In diesem Ausmaß, wie sich dann herausgestellt hat. Und dann war die Margareta ja vorher in Nicaragua und hat einen Super 8 Film gemacht. Und daher war es naheliegend, dass wir sagen, okay, wir machen das gemeinsam. Du hast gewisse Erfahrungen, ich habe gewisse Erfahrungen. Gehen wir zusammen, machen wir das zusammen, reichen wir das zusammen ein. Und ja, das hat relativ gut geklappt. Ich glaube, die Margareta hat sich nur auf das Spital konzentriert. Während wir haben ja vorgehabt, das viel umfassender zu machen, also wirklich einen Versuch zu unternehmen, in alle Bevölkerungsschichten einzudringen, ob das jetzt die Landwirtschaft, die Bananenproduktion oder auch Menschen, die ganz einsam im Urwald auf einer Finca gelebt haben, irgendwie in dem Film vorkommen zu lassen. Ganz abgesehen natürlich von den Szenen in Managua, das ja damals unglaublich zerstört war. Also nicht nur durch das Erdbeben, das Jahre vorher stattgefunden hat, sondern natürlich auch durch die Kriegshandlungen. Der Leo Gabriel war zu dieser Zeit, also Journalist Leo Gabriel, der auch ab und zu für ORF Filme gemacht hat über diese Krisenregionen in Mittelamerika. Und der war zu der Zeit in Managua. Wir haben den auch einige Male getroffen. Hat von so einer Überredungskunst, dass wir ihm drei Rollenfilme geschenkt haben. Wobei er gesagt hat, er gibt die uns natürlich zurück, aber wir haben das Material nie zurückbekommen.
Nein, also der hat so Kurzfilme für ORF gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Sonst haben wir niemanden getroffen. Ja, wir waren ja zu fünft. Also wir zwei, Margareta und ich, dann Tonmeister und noch zwei Begleitungen, Ärzte, die schon in La Esperanza gearbeitet haben. Und wir haben uns über die Leute in La Esperanza, die haben uns verschiedene Kontakte gemacht. Die kamen auch nach Managua, also ein spanischer Arzt, der uns sehr betreut hat und auch beim Übersetzen geholfen hat. Und die waren es auch, die uns Kontakte vermittelt haben, zum Beispiel zu dieser Finca, die ja nicht einfach zu erreichen war, weil da mussten wir zuerst mit dem Boot fahren und dann zu Pferd. Ich meine, nicht geritten, sondern halt durch die unwegsamen Wege. Also das war relativ einfach zu wissen, wo gehen wir hin, wo findet was statt. Naja, genug. Das Ende war das Ende der Alphabetisierung. Und da fand in Rama, also in der Nähe von La Esperanza, vom Spital, fand die Schlusskundgebung statt. Und es war auch mehr oder weniger unser Schluss, weil da kamen aus der ganzen Umgebung kamen die jungen Studenten und Schüler zusammen. Also wirklich, das war sehr beeindruckend, ja, reich beschenkt mit Papageien, mit Schweinchen, ja, von jenen, die sie unterrichtet haben. Und da war auch der Leiter dieser Alphabetisierungskampagne, der Bruder vom Kardinal. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Vorname war, was. Fernando Kardinal, es kann sein. Aber jedenfalls der Bruder von dem Priester Kardinal, auch ein Jesuit, und der hat da eine flammende Rede gehalten und sich bedankt bei den Schülern und Studenten für ihren Einsatz, die sicher froh waren, dass sie wieder irgendwie zu ihren Eltern oder nach Hause kommen konnten, weil es war ja nicht einfach so irgendwo in einem kleinen Dorf oder überhaupt entlegen im Dschungel zu unterrichten. Chronologisch auf keinen Fall, nein, sondern das, was sich ergeben hat, also das, was sich in Managua ergeben hat, dann sind wir eben außerhalb gefahren, in eine landwirtschaftliche Kommune. Wir waren auf einer Bananenplantage, dann eben bei dieser Familie im Dschungel. Also das war dann das Spital natürlich. Und der Schluss, also die Schlusskundgebung. Wobei in Managua, da hat es verschiedene Blöcke gegeben. Ja, also da hat es den Block gegeben, Alphabetisierung, wo wir Menschen dabei gefilmt haben, wie sie unterrichtet wurden im Lesen und Schreiben. Und dann haben ja etliche oder viele Menschen in den Ruinen gelebt in Managua. Also haben wir versucht, da auch etwas zu bekommen, wie es den Leuten geht. Oder am Markt in Managua, das war auch ein Block, wo wir verschiedene Interviews auch gemacht haben mit Leuten. Aber so, der Eindruck, egal wo man hingekommen war, war grässliche Armut, absolut grässliche Armut. Und im Spital La Esperanza, da hat man gesehen, diese Versäumnisse,
in der Versorgung, in der Gesundheitsversorgung der Menschen, nicht? Also, ich meine, die waren zum Teil 3-4 Tage unterwegs von ihren Wohnorten, Wohnstätten ins Spital und zum Teil Kinder unterversorgt. Also es waren fürchterliche Begegnungen zum Teil. Aber auch so Menschen, Männer, die mit schweren Wunden durch Macheten gekommen sind, halt so macho-mäßig ausgetragene Zweikämpfe, nicht, die auch versorgt wurden. Fast alles. Also zum Beispiel Managua oder also dort, wo sich nicht etwas bewegt hat, ja. bei Landschaftseinstellungen oder so, da habe ich schon das Stativ verwendet, aber ansonsten wäre das viel zu umständlich gewesen und auch abschreckend vielleicht für die Leute. So mit der Kamera auf der Schulter, nicht, und diese Aton war ja speziell für Handkamera. Ja, es war bekannt, es war eingeschränkt bekannt durch die verschiedenen Solidaritätskomitees in den Bundesländern, hauptsächlich in den Landeshauptstädten. Also, ich meine natürlich, das war ein bestimmtes Publikum, politisch interessiert. Und der Film selbst ist natürlich, man merkt ihn, also ich merke das, wenn ich das jetzt sehe, schon mit einer gewissen Euphorie gemacht, ja, und mit einem wohlwollenden Blick auf diese Entwicklung, dass es da verschiedene Konflikte gegeben hat, während wir dort waren, mit indigenen Bevölkerungsgruppen etc., das wäre ja aber zu weit gegangen. Und das kann man sicher dem Film vorwerfen, dass das nicht vorkommt. Ja. Aber der Fokus war eben auf sozusagen ein positives Bild zu schaffen. Es hat damals so, also das ist vom Filmladen ausgegangen, sogenannte Rucksackaktionen gegeben. Ja. Also man ist mit einem Rucksack voll Filmmaterial, beziehungsweise mit dem fertigen Film, halt von Hauptstadt zu Hauptstadt gefahren oder von Gruppe zu Gruppe und hat da den Film gezeigt. Also das war eigentlich eine hochpolitische Zeit, nicht? Ja, ich denke, also wenn die Filme nicht vom ORF finanziert waren, dann, also das ist jetzt eine Vermutung, dann war es ziemlich schwierig, Geld aufzustellen. Ja. Also ich wollte mich irgendwie mehr dem ethnografischen Film zuwenden, nachdem ich ja mit einem Ethnografen ziemlich lang in Nepal über Schamanismus gearbeitet habe. Aber also da war ein Projekt über die Sahrauis in der Westsahara, ja, unmöglich irgendwas Geld zu bekommen. Aber ja, also mir ist es dann noch gelungen, ganz wenig Geld aufzustellen für einen Film über die Kärntner Slowenen. Hm. Aber ich hab das dann aufgegeben, weil es einfach zu mühsam war, die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Nicht? Also das hätte mehr Zeit in Anspruch genommen als die ganze Filmarbeit. Ich wollte dann auch, also ein Film wäre so ins Ethnografische gegangen über die Eunuchen von Indien, die Hijras. Da war ich in Indien, habe das recherchiert,
habe schon eine Gruppe von Hijras gehabt, die mitgemacht hätten, was ja hochspannend ist. Das hat ja bei uns niemand gewusst, ja, was das eigentlich ist. Ja. Aber das habe ich damals bei der großen Filmförderung eingereicht. Auch keine Chance. Mich hat dieser Tod, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, ja. Weil es hat für mich überhaupt keine Anzeichen gegeben. Und für die anderen, also für den Stepanek und für den Neuburger auch nicht, ja, die waren auch völlig überrascht und konnte sich das nicht vorstellen, wie es zu diesem Schritt gekommen ist. Für mich war sie ein durchaus fröhlicher Mensch, die gerne gelacht hat. Darum war das eben, wie ich vorhin gesagt habe, ziemlich unverständlich. Also man konnte mit ihr viel Spaß haben, ja. Und wir waren vor Nicaragua relativ viel zusammen, halt so uns getroffen in irgendeinem Lokal mit anderen. Ihr damaliger Freund, auch der in meinem Jahrgang war, Franz Scholz, der hat viel mit mir zusammengearbeitet. Und ich bei ihm, bei seinem Diplomfilm. Also da hat es immer wieder so Verflechtungen gegeben, nicht? Und also so ist sie mir in Erinnerung.